Lebendig und stark war das Motto des Kolpingtags auf der Waldbühne Halsbach. Ein Ort perfekt gewählt für hochsommerliche Temperaturen. Jeder ist neugierig auf dieses Gelände und darum sind wir heute hier. Und ich denke mir, wenn wir das Wetter ansehen, ist es genau richtig. Die Sonne scheint und der Wald spendet Kühle. Basteln und Werken, Seilrutsche und Slackline, Information und Bildung. Frisch und abwechslungsreich, das ist Kolping. Wir sind ein lebendiger Verein mit unserem Jugendkolping und einem Erwachsenenverband. Bei uns ist das Gemeinschaftliche und das Christliche im Vordergrund. Und wir versuchen mit gewissen Aktionen einfach die Leute zu begeistern und zu erreichen. Und das kommt an. Also die Seilrutsche war jetzt schon richtig cool. Ja, genau. Ich wollte auch sagen, die ist richtig cool. Ja. Und wir wollen nur in die Seifenwerkstatt gehen. Genau. Also am Kolping fände ich cool, dass einfach für Kinder, für Erwachsene, für zwischendrin, für ältere Leute Angebote gibt, dass fortgefahren wird, dass Programme gibt oder so Tage wie heute. Durch viele Fachvorträge wie Wählen ab 16 oder Flüchtlingshilfe auf Lesbos wurden besonders aktuelle Themen hervorgehoben. Eine Führung über das Gelände der Geothermiebohrung in Halsbach erläuterte unter anderem die ökologischen Vorteile für die Anbindung an ein Fernwärmenetz. Es ist eine der Möglichkeiten, die man einfach in der Gegenwart hat, um Energie zu nutzen. Momentan wird natürlich da an der große Bauwerke notwendig, aber wenn das einmal läuft, dann haben diese Leitungen unter der Erde und haben nahezu emissionsfrei. Ein Partnerland von Kolping-Passau ist seit 2019 Malawi. Im März dieses Jahres hat sich dort das Kolpingwerk Malawi gegründet. Wir versuchen mit Projekten bei uns, dieses Land, eines der ärmsten Länder der Erde, zu unterstützen. Vor allem mit landwirtschaftlichen Projekten. Es gibt dort das sogenannte Ziegenprojekt. Man kann eine Ziege spenden für 40 Euro. Und diese Ziege wird dann wirklich lebend in Malawi gekauft und einer Familie zur Verfügung gestellt. Mit einem Waldgottesdienst durch Pfarrer und Kolping-Diözesanpräses Sebastian Wild klang dann der Kolping-Tag auf der Waldbühne Halsbach stimmungsvoll aus.